Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Das neue Catrice Update ist bei mir gelandet. Ich habe es bestellt, so viel wie möglich und auch noch ein paar andere Produkte. Und das wollte ich euch mal zeigen und das wollte ich mal mit euch so ein bisschen untersuchen, was das so für Produkte sind und ob die gut sind, ob die schlecht sind. Ich habe sie alle selber bezahlt und ja, was ihr... Ja, ich werde alle Produkte in die Videobeschreibung verlinken, dass ihr die Produkte findet und vielleicht seid ihr neugierig, vielleicht wollt ihr sie sofort bestellen bei Catrice. Vielleicht möchtet ihr aber auch warten, bis das in der Drogerie ist, dann kann man sich das auch ganz in Ruhe anschauen. Das kommt ja jetzt sicherlich so nach und nach dann auch in die Drogerie zu DM und ich denke auch zu Rossmann. Ja, aber einige Sachen bekommt man immer nur online und das ist immer ein bisschen doof, ne? Ich glaube zum Beispiel... Ich glaube, diese Palette hier, die ist nicht in der Drogerie. Deswegen, manchmal ist es besser, wenn man es einfach online bestellt. Da kann man nämlich so ganz in Ruhe gucken. Und was in der Drogerie ist, das ist immer nicht alles. Ne? Catrice hat ja so viele tolle andere Sachen. Da habe ich ja auch, wartet, wo liegt der? Ich habe nämlich hier alles auf dem Tisch liegen. Da habe ich ja auch diesen Contour-Stick hier gefunden. Und das finde ich großartig, das Produkt. Ganz, ganz toll. Und möchte ich auch mit euch mal testen. So, ich werde alle Produkte in meinem Gesicht zeigen. Ich werde immer mal so ein bisschen das mal so machen. Lasst euch einfach überraschen, wie ich dieses Video hier gestalte. Auf jeden Fall sollt ihr natürlich alles sehen, was ich auch hier habe. Vielleicht wart ihr schon bei Instagram, da habe ich das ja auch alles noch mal so ein bisschen gezeigt. Und jetzt starten wir einfach mal. Ich bin unterschiedlich heute mit meinen Fingern und zwar habe ich das hier schon aufgetragen. Das ist ein Nagellack von Catrice, den gibt es schon etwas länger. Aber irgendwie dachte ich so, ach, pack mal mit ein, weil das ist so eine schöne Sommerfarbe und so die Füße. Ich liebe das. Und ab und zu, wenn ich was vorhabe, dann mag ich das auch. Ist eine richtig schöne sommerliche Farbe. Gefällt mir sehr gut. Das ist einmal aufgetragen und das ist so unheimlich natürlich. Hier steht nämlich drauf 70%, alles klar, 70% natürliche Inhaltsstoffe. Ja, also könnt ihr euch mal anschauen. Und das habe ich auch noch mit eingepackt. Ein Gel-Plumping-Effekt. Den habe ich noch nicht probiert. Alles kann ich ja nicht hier. Den werde ich mir in Ruhe anschauen. So, den Rest. Ich habe ja echt spannende Sachen hier. Das hier ist zum Beispiel so ein schwarzer Lippenstift. Der sieht aber auf den Lippen ganz anders aus. Das können wir gleich mal testen. Auf den bin ich nämlich richtig gespannt. So, oh, so sieht der auf den Lippen aus. Der ist ja pflegend und der arbeitet wohl so ein bisschen mit der Haut. Das kann sein, dass der von Lippe zu Lippe unterschiedlich aussieht, weil der so ein bisschen wohl mit der Körperwärme irgendwie funktioniert. Aber ich finde ihn sowas von spannend. Ja, gerade für meine Töchter. Ja, und dann wird das so ein richtig schöner Dunkelweinrot. Beißt sich schön mit dem Nagellack. Aber wollte ich mir unbedingt mal anschauen. Ja, gut. Dann mache ich das einmal ab, weil ich ja gleich noch meine Haut mit einem Produkt benetzen möchte. Und das ist das hier. Und dann habe ich Angst, dass ich mir das verwische. Glowy Fire Illuminating Primer. Das ist ein Primer. Das erlebt ihr ja selten bei mir, ne? Dass ich mir einen Primer besorge. Aber der hat so einen schönen Goldschimmer. Und das möchte ich mir unbedingt mal anschauen. Ich bin neugierig, weil... ich werde das noch mal so ein bisschen unter die Lupe nehmen in einem Video und lasst euch da mal von mir überraschen. Ja, das werde ich jetzt einfach mal aufdrehen. Hier ist so eine Pipette dran und dann holt man das so raus und dann sieht das so aus. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich zeige euch das mal auf meiner Hand. Es sieht Tatsache auch so aus, wie ihr das seht. Das ist jetzt nicht irgendwie so total goldig oder so. Und ich werde das mal hier auf meiner Haut auftragen. Ich werde mal nur eine Seite machen und dann könnt ihr vielleicht schon mal so ein bisschen schauen, ob ihr das braucht oder ob ihr das nicht braucht. Was ich jetzt eigentlich wissen wollte, ist, kann man das alleine auftragen, weil es ist zwar nur ein Primer, aber manchmal hat man ja nicht so die Lust, sich bei 30 Grad Wärme so viel aufzutragen. Man möchte einfach ein bisschen natürlich sein und mich würde jetzt mal interessieren, ob ich das alleine tragen kann. Dass es natürlich sehr glowig ist, das weiß ich, aber
Kann man das auch alleine tragen? Das ist die Frage. Oder sieht das komisch aus? Ich zeige euch das mal auf der Hand. Manchmal kann man es einfach nicht so gut sehen im Gesicht. Also, so sieht das aus. Ich habe so ein bisschen irgendwie das Gefühl, das macht die Haut schöner. Abdecken tut es ganz, ganz minimal. Hauptsächlich ist es so ein bisschen ein ganz netter, so ein Goldschleier. Habe ich mir nicht ohne Grund bestellt, möchte ich nämlich vergleichen. Ja, also ich finde, wenn man älter ist, so wie ich, dann kann man ja manchmal einfach so ein bisschen stumpf aussehen im Gesicht. Auch wenn man sich noch so eingecremt hat, seine Haut pflegt wie sonst was. Man sieht aber so ein bisschen stumpf aus. Also ich finde, die Seite sieht stumpf aus. Also halt komisch, so ein bisschen krank, komisch. Und diese Seite hier sieht wesentlich frischer aus. Frischer, lebendiger. Schönes Produkt für den Alltag. Ob ihr das jetzt alleine auftragt oder nicht, das müsst ihr natürlich. Da ist wirklich jeder anders. Das möchte ich gar nicht entscheiden. Ich kann euch so aber sagen, dass es ein schönes Produkt ist und dass mir das ganz gut gefällt. Ich kann euch nur einmal zeigen, wie es bei mir aussieht. Ich kann euch meine Meinung sagen, dass ich das ganz hübsch finde. Und ob das was für euch ist, das entscheidet ihr. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass es einige Leute gibt, die immer total sowas lieben. Und dann gibt es Leute, die sagen so, um Gottes Willen bloß nicht. Also nein. Das ist ja auch total egal. Jeder darf so sein, wie er gerne möchte. Ich mache mir mal ganz schnell ein kleines bisschen Dior Foundation rauf. Die ist ja auch nicht so ganz matt hoch, richtig rumhalten. Und dann können wir ja auch mal gucken, wie das dann so aussieht, wenn man so einen Vergleich hat. Konzentration bei der Arbeit bitte und beim Quatschen ganz besonders. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ob man da so einen Unterschied sieht. Foundation ist aufgetragen, auf der Seite ist ja der Primer drauf und auf der Seite nicht. Und im Tageslicht sieht man, ich finde, ein bisschen was. Ich bilde mir ein, dass das ein bisschen saftiger aussieht. Ich weiß nicht, ob das Einbildung ist oder nicht. Sagt gerne eure Meinung. Ich halte noch mal die Wange in die Kamera. Und dann könnt ihr ja vielleicht noch mal gucken. Seht ihr da einen Unterschied? Bilde ich mir das ein? Oder ist das wirklich so? Ich weiß auch nicht. Ich habe das Gefühl, das wirkt hier so ein bisschen saftiger. Einbildung ist auch was, ne? Gut, also ich zeige jetzt noch mal diese beiden Produkte. Die finde ich auch super spannend. Und das ist hier der Under Eye Brightener. Das heißt, der ist wie so ein Concealer, ist aber in einem Glasbehälter, so im Tiegel, finde ich voll hübsch. Und das hier ist so ein 16 Stunden Long Lasting Concealer. Und die sind von den Inhaltsstoffen ganz gut, könnt ihr gerne mal schauen. Und ist hier noch irgendwas Besonderes? Ja, er ist extra sensitiv, also für empfindliche Haut. Und der ist sehr pflegend. Also so von der Sache her sind die echt ganz gut. So, dann schaue ich mir die beiden mal an. Einmal diese Seite und einmal diese Seite. Der ist ja extra hier für unter die Augen. Was, ich kann mir vorstellen, dass das auch klappt, aber das ist immer die Frage, klappt das auch bei Älteren? Das wollen wir sehen. Klappt das auch Ü50? Oder ist das wieder nur eins für junge Leute? Ärgerlich. So, einmal der Concealer, der ist natürlich in so einem ganz normalen Applikator. Ich bin einfach nur gespannt, ob er so ein bisschen hält. Das wäre schön. Und ich mache das gerne mit einem Pinsel. Einfach so ein bisschen verteilen. So ein bisschen kennt man ja Concealer. Man hat ja schon so einige getestet. Man weiß, worauf es ankommt. Ist das ein guter oder nicht? Und so wie das aussieht, ist der gut. Ja. Erster Eindruck, er ist nicht super deckend, aber er ist schön pflegend und cremig. Genau das, was ich eigentlich auch erwartet habe. Wenn ich ihn jetzt deckender haben wollen würde, dann würde ich ihn doppelt oder dreifach auftragen. Und ganz speziell hier, das ist eher so ein pflegendes Produkt für Leute, die so ein bisschen empfindlich sind. Richtig doll abdecken tut er wahrscheinlich eher nicht. So, auf der Hand seht ihr, das ist so mitteldeckend. Es ist nicht so ganz krass, sonst das würde ich sehen hier. Ich habe so ein bisschen Erfahrung, weil ich das halt ganz oft teste. Aber er wäre für mich in Ordnung. Also ich würde ihn einfach dann nochmal auftragen.
würde das nochmal so ein bisschen stapeln, vielleicht so ein bisschen antrocknen lassen auch. Das mache ich auch ganz oft, dass ich so ein bisschen warte. Dann, wenn er so ein bisschen an der Luft getrocknet ist, dann wird er halt, ist er so ein bisschen angetrocknet, ist er deckender, ne? Oder ich stapel ihn halt so ein bisschen. Schichten heißt das auf Kosmetikdeutsch. Ich mache es mal mit dem Pinsel. Ich habe auch so einen kleinen, genau der gleiche, bloß sauber. Ich gehe mal da rein. Also dieses Produkt, das glänzt schon richtig schön und ich bin sehr gespannt, ob das auch geht. Es hat einen ganz schönen rosa Stich, finde ich, aber stört mich null. Finde ich eher gut. Na, so hat so einen schönen rosa Stich und das kann ja dann mit so einem dunklen Hautton vielleicht ganz gut aussehen. Mal gucken. Bin gespannt. Ich konzentriere mich mal hier auf meine Arbeit. Mal schauen. Ich muss das mal mit der Körperwärme hier verteilen. Mal sehen, ob ich da irgendwie sagen kann, dass ich eine Sache vielleicht besser finde. Fühlt sich sehr, sehr pflegend an unterm Auge. Das ist fast wie so eine Creme, die man darauf macht. Muss man echt mal beobachten. Mal gucken, wie es am Ende des Videos aussieht. Ansonsten würde ich beide ganz gut finden eigentlich. Da habe ich jetzt irgendwie gerade nicht zu meckern. Na, sowas. Ja, nee, kann ich gerade nicht meckern. Wenn Falten da sind, macht was drauf. Ist ja klar, das wollte ich halt, ne? Wollte ich euch natürlich gerne mal den Konturstick noch mal zeigen, weil die anderen Sachen, das sind Puderprodukte und da muss ich mich einmal abpudern. Und jetzt zeige ich euch den mal. Also ich war angenehm überrascht, weil der war, glaube ich, jetzt nicht so ganz total günstig. Ich habe zwei so eine, einmal von NYX und einmal von Maybelline. Und da bin ich sehr gespannt, wenn ich die mal vergleiche, ob ich da einen großen Unterschied sehe. Bin ich gespannt. Also erstmal so fühlt er sich hochwertig an. Aber nicht jetzt so voll krass teuer, aber gute Qualität auf jeden Fall. Also der ist stabil in der Hand und auch nicht so ganz leicht. Der ist ein bisschen schwerer. Den finde ich gut. Ich meine sogar, der ist noch schöner irgendwie als der NYX. Naja, werden wir mal vielleicht auch mal vergleichen. Dann mache ich mal beide auf. Schreibt mir bitte unbedingt immer eure Videowünsche in die Videobeschreibung, wenn ihr möchtet. Oder wenn ihr nicht gesehen werden wollt, schreibt mir das bei Instagram. Gerne auch privat. So, dann dreht man das hier auf. Und dann hat man zweimal Kontur. So, wo kommt das Ding jetzt hin? Ja, Kontur kann man sich ein bisschen auf die Nase machen. Habe ich lange nicht gemacht, weiß gar nicht warum. So warm. Kann man das ein bisschen auf die Nase rauf machen. Und man kann hier die Hamsterbäckli ein bisschen wegretuschieren. Und man kann sich hier, also immer so Richtung, ich würde mal sagen, wenn man älter ist, lieber hoch die Kontur, nicht so runter. Runter ist alles immer von alleine. Beim Haaransatz und dann so Richtung untere Nase. Nur so ein bisschen, das reicht schon, wenn man jetzt Kontur haben möchte. Den helleren Strich, den kann man sich hier hinsetzen. Ach, da gibt es viele Möglichkeiten. Hier habe ich ja gerade Concealer. Da kann man auch so ein bisschen das Lippenherz machen. Man könnte hier, wenn man so eine Platte, ein plattes Kinn hat, man kann auch, einige machen das auch hier so ein bisschen. Dann kommt das alles so ein bisschen nach vorne. Sieht das mehr so aus wie eine Kugel, der Kopf. Und ich mache es gerne hier unten. Tatsache, das habe ich eine Zeit lang immer gemacht, könnt ihr euch erinnern. So, wie kriegt man das jetzt verteilt? Ja, entweder nehmt ihr dafür dann nochmal euren Foundation-Pinsel, könnt ihn ja so ein bisschen ausstreifen, streichen, streichen. Oder ihr nehmt ein Kosmetikschwämmchen, das geht manchmal richtig gut, sogar noch besser. Zum Beispiel hier und hier. Also hier sieht man schon, hier ist so die Linie, die helle Linie. Ja, manchmal geht das hier besser, auch kann man auch gerne ein bisschen mit den Fingern verstreichen. Viele haben dafür einfach ein besseres Gefühl, wenn sie das mit den Fingern machen. So, hier unten mache ich das mit dem Foundation-Pinsel. Erstmal kaschiere ich das und dann streiche ich das nach unten hinweg. Das sollte immer so sein, dass man das nicht sieht nach Möglichkeit. Das wäre am besten. So, und hier weiß ich jetzt auch gerade nicht. Mal gucken. Würde ich eigentlich auch, jetzt habe ich hier mit dunkel gemacht, jetzt ist es ein bisschen ungünstig. Ich mache jetzt erstmal den so ein bisschen nach oben. Auf jeden Fall ist es eine ganz gute Farbe für mich. Habe ich gut ausgewählt. Ich glaube, sie hatten mehrere. Einfach nicht nach unten, sondern
so nach oben hin wegstreichen. Und den Strich, gerade wenn man so Anfänger ist, man hat da nicht so die Übung, nur kurz machen. Also wirklich nur einen kurzen Strich. Nicht so ganz lang. Bis Hamburg. Bis Hamburg. So, und jetzt den helleren hier, weil der Pinsel ja jetzt dunkel ist, mache ich jetzt damit. Oder ihr nehmt einen anderen. Einfach so ein bisschen wegretuschieren, wegtupfen. Der Schwamm ist ja natürlich angefeuchtet. Könnt ihr auch immer ein bisschen Rosenwasser drauf machen, wenn ihr möchtet. Oder ein bisschen Fixing-Spray, dann hält es noch länger. So, und dann seht ihr, habt ihr schöne Kontur. Also das Produkt gefällt mir richtig, richtig gut. Toll. Das möchte ich auch noch mal gerne vergleichen mit anderen Produkten. Sehr schön. Catrice finde ich großartig. Tolles Produkt, gefällt mir. Von der Farbe her und so großartig. Passt total zu mir und ist so richtig schön dezent, dass man das nicht so doll sieht. Also hoffe ich jedenfalls, wenn ich hier vernünftig gearbeitet habe, sieht man es nicht. Ich mich ganz kurz ab und dann zeige ich euch noch die anderen Produkte. Hier eine schöne große Palette, die ich wirklich großartig finde. Die habe ich nämlich schon geswatcht für Instagram und da, die hat mich sofort begeistert von der Cremigkeit her. Muss ich wirklich sagen. Also diese beiden Töne hier, die sind noch cremiger als diese beiden. Die sind ein bisschen staubiger, aber hat mir echt gut gefallen. Die Highlighter sind so mittelmäßig, aber hat mir sehr gut gefallen. Und vor allen Dingen, das hier ist eine, ich lese mal ganz genau vor, das ist eine Bronzer, Blush und Highlighter Palette. Keine Kontur. Hier ist keine Kontur drinne, hier ist Bronzer drinne. Und zwar zwei verschiedene Töne. Und das finde ich toll. Und die sind meiner Meinung nach beide stumpf, wollte ich gerade sagen. Matt. Und der ist matt und der scheint so ein bisschen Sheen zu haben. Also so ein bisschen scheint der ganz leichtes Samtfinish zu haben. Habe ich doch gut gesagt, Samtfinish. Ist mir gerade eingefallen. Ja. Toll, gefällt mir sehr gut. Und dann habe ich ja auch noch den hier. Den hatte ich ja schon mal durchzogen mit Highlighter. Das sind ja die neuen Blush-Töne. Und ich fand die Farbe so toll. Und deswegen habe ich mir den auch noch mal mitbestellt. Das ist die Farbe Air Blush Matte 120 Berry Breeze. Berry Breeze. Sieht auch schick aus, ne? Oh, schick, schick. Das ist, glaube ich, so ein richtiger, schöner, frischer Ton. Ja, aber so viele Wangen habe ich ja gar nicht. Wie soll ich denn das alles zeigen? Also ich würde mal sagen, den zeige ich euch anders auf der Hand und das hier vielleicht am Gesicht oder mal gucken oder vielleicht. Ich fange erstmal an. Also ich fange jetzt erstmal an. Ich bin auch aufgeregt. Ich bin aufgeregt. So, ich muss mal jetzt hier meinen neuen Rossmann-Pinsel zeigen. Und zwar zeige ich euch erstmal diesen hellen Ton im Gesicht. Also wirklich, als ich die geswatcht habe, die Töne, vielleicht kann ich euch das ja nochmal live zeigen. Ich fotografiere ja immer alles vorher ab. Also so sieht der aus. Und ich hoffe, wo kann ich euch das zeigen? Hier, dass ihr das seht, wie weich der ist und wie schön. Also der ist nicht total staubtrocken. Wow. Begeisterung. Aber ganz ehrlich, Catrice hat wirklich mega tolle Bronzer. Wenn die einen Bronzer rausbringen, ich glaube, die haben mir bis jetzt immer alle gefallen. Also kann ich mich nicht erinnern, dass mir mal ein Bronzer nicht gefallen hat von Catrice. So, ich mache den jetzt hier mal rauf. Der sieht wunderschön aus. Wow, der ist schön. Der ist schön. Und das ist der hellere. Der würde bei mir total ausreichen. Schön ist der. Toll. Gut. Dann mache ich jetzt auch noch mal den dunkleren. Ich drehe den Pinsel ein bisschen, dann mache ich auch noch mal den dunkleren drauf, damit ihr das seht. Eigentlich schade, weil der wäre für mich perfekt, ne? Einmal merken, wie es aussieht. Wunderschön. Perfekt. So, jetzt noch mal. Oh ja, der ist natürlich dunkler. Warte mal. So. Schön verteilen. Kreisende Bewegungen. Wunderschön. Jawohl. Das können die. Deswegen liebe ich Catrice so. Also ich bin
wirklich so ein kleiner Catrice-Fan, weil ich irgendwie immer diese Produkte so überzeugen. Das finde ich einfach nur toll. Das ist matt, aber trotzdem hat diese Farbe so einen warmen Unterton, so einen schönen gelb-goldigen Unterton. Ist nichts für kühle Farbtöne, glaube ich. Obwohl sie sehen, ich finde, sie sehen ein bisschen kühler aus. Also man könnte sie mit Kontur so ein bisschen verwechseln, aber also ich finde im Gesicht, ne, sehen die wunderschön sommerlich braun gebrannt toll aus. Das wäre mein, das, da bräuchte ich nichts anderes mehr. Gefällt mir mega gut. Da bin ich wirklich gerade richtig, richtig begeistert. So. Dann nehme ich mir jetzt einen anderen Pinsel. So, ich nehme mir mal den Sigma-Pinsel. Und da fange ich mal mit dem hier an. Bin ich sehr gespannt. Das sieht auch schon wieder so aus, als wenn mir das gefallen könnte, oder? Ich mache mal hier vorne, dann könnt ihr das vielleicht ganz gut sehen. Den dunkleren mache ich dann da hinten. Das ist der anscheinend matte. Sieht gar nicht matt aus. War ich in dem richtigen Ton? Oh, ist das auch schön, ne? Total schön, total schön. Und ein bisschen viel drauf. Na, das kennt ihr ja schon bei mir. Ich nehme mal meinen Puderpinsel. Die Königin ist nämlich gerade in der Wäsche. Boah, wunderschön, wunderschön. Ich streife den Pinsel ein bisschen ab und gehe in den dunklen Ton. Meine Güte, macht diese Palette Spaß. Habe ich nicht erwartet. Aber sehr gut pigmentiert. Achtung, wenn ich das hier drauf mache, muss das einmal abklopfen. So, heute werde ich wahrscheinlich mal wieder overblushed. Aber gerne. Boah, ist das eine tolle Palette. Das sind genau meine Töne. Konntet ihr das sehen? Ich weiß, ich habe zu viel drauf. Ich weiß, so gehe ich auch nicht raus. Aber ist das schön? Das schimmert alles so warm. Oh, das gefällt mir gut. Also da bin ich wirklich mega begeistert. Ich bin mega begeistert. Habe ich so jetzt auch nicht erwartet. Ich bin echt erstaunt. Erstaunt und total begeistert. So, ich habe zwei gleiche Pinsel und werde jeweils einen Highlighter auf einer Seite auftragen. Mal gucken, wie der jetzt noch ist. Der macht noch mehr Gold, Schimmer, Sommer. Wunderschön. Wunderschön. So, anderer Pinsel und den Champagnetto. Und die mag ich nicht so gerne. Ich zeige euch den mal hier. Guck mal, wie das bei mir immer komisch aussieht, ne? Das sieht immer so aus bei mir. Also das liegt nicht am Highlighter, sondern mir steht sowas einfach nicht. Das sieht voll doof aus. So. Ich zeige euch das mal hier. Jetzt mache ich das alles kaputt, weil mir das nicht steht. Das liegt an meinem Hautunterton. Ich bin ein warmer Typ und ich mag, also meine Haut möchte gerne nur goldene Töne haben. Ich habe das nicht entschieden. Das ist einfach so gekommen. So, reicht das? Steht mir immer nicht so gut. Das ist so ein heller Champagnerton, ne? Ich mag immer das hier. Das ist warm und weich und das sieht gut aus. Und das ist immer so komisch bei mir. Also die kälteren Typen mögen das immer lieber. Ja, toll. Ja, der ist auch schön. Ja, den habe ich jetzt natürlich nicht gezeigt. Zeige ich euch einmal auf der Hand und dann natürlich mal in einem Video, ganz klar. Aber ich möchte das jetzt, ich finde das sowieso voll schön, ich möchte das jetzt nicht abmachen. Ich verteile mir das nochmal so ein bisschen, weil vielleicht muss ich heute noch einkaufen gehen. Aber egal, ich finde das echt schön. Ich finde es echt schön, total schön. Ich bin begeistert. Ich könnte mich, ja, ich könnte mich hier wirklich wegfreuen. Mega schön. Mega schön. So, ist aber Schluss hier.
Catrice hat Tatsache Lidschattenstifte. Das ist ja meine Welt, ne? Also das ist ja meine Welt. Also da zeige ich euch auf jeden Fall noch mal Looks mit Lidschattenstiften. Die werde ich natürlich vergleichen mit Kiko. Die werde ich natürlich vergleichen auch oder verbinden mit vergleichen kann man die nicht mit den Nabla-Stiften, aber vielleicht mit Kiko. Mal gucken, wie da so die Haltbarkeit ist oder so. Also wenn ihr da gespannt drauf seid oder ihr möchtet euch das bestellen, es gibt da echt schöne Farben. Ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden. Ich habe einfach nur irgendwas genommen. Und zwar diese beiden Farben und ich kann sie mir auf dem Auge wirklich wunderschön vorstellen. Zeige ich euch ganz bestimmt so schnell wie möglich. Aber wie gesagt, es ist halt keine LE, sondern es ist ein Update. Das heißt, diese Farbe gibt es dann jetzt auch etwas länger. Da muss man sich jetzt nicht beeilen. Da haben wir es auch gar nicht eilig. Nur wir sind wahnsinnig neugierig. Also ich jedenfalls. Ich kann es gar nicht erwarten. Das muss wirklich wunderschön sein auf dem Auge. Und das werde ich euch ganz bestimmt auch zeigen. Ich habe zwei Lidschattenpaletten und kann mich nicht entscheiden. Und ich möchte euch das gerne ausführlich und schön zeigen. Und deswegen überlege ich gerade, wie ich das hinkriege. Zwei Augen und 95 Farben. Wie zeige ich euch das? Dass diese Palette schön ist, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Auch hier, man kennt die Five in der Box. Ich glaube jedenfalls, dass ihr sie kennt. Die gibt es ja normalerweise auch in der Drogerie. Die haben ja auch einen richtig guten Namen eigentlich. Die sind ja wirklich auch, einige vergleichen sie sogar mit Natasha Denona. Kann ich mir vorstellen, weil das sind für mich auch mit so die besten überhaupt in der Drogerie. Und ich glaube, damit kann man sich ein wunderschönes Auge mit schminken. Und das werden wir jetzt natürlich auch tun. Ich gehe als erstes in diese Farbe rein. Ich habe mein Auge nur abgepudert und mache den ersten Farbton auf mein Auge. Super schön. Super, super schön. Ein schöner altrosa Ton, der mir sehr gut gefällt. Sehr gut, sehr gut. So, diese Paletten, die sind immer so schön einfach gemacht. Echt finde ich jetzt so für Anfänger, weil die sind ganz einfach gemacht. Es sind fünf Töne und die fünf Töne könnt ihr auch wirklich nach einem bestimmten Schema auftragen. Das heißt, ihr fangt mit einem, ich sag mal so, einem helleren Ton an. Dann geht ihr gerne mit dem gleichen Pinsel einfach mit der Spitze so ein klein bisschen hier rein und dann macht ihr euch hier außen einen Punkt und den verstreicht ihr dann praktisch zur Mitte. Brauche mal meinen Vergrößerungsspiegel, damit ich nach unten gucken kann. Guck mal, wie einfach das ist. Wenn ihr da einen guten Pinsel habt, das ist auch natürlich so ein bisschen wichtig, dass man so einen einigermaßen guten Pinsel hat, dann könnt ihr hier außen so ein bisschen den dunklen Farbton setzen. Am besten auch noch mal hier unten so ein bisschen, dass ihr hier die meiste Farbe habt und dann nach dahin ausstreichen. Also ja, dann ganz einfach eigentlich. Ich nehme immer meinen Finger. Dann geht man am besten mit diesem Finger da rein. Dann habt ihr das und dann macht ihr das einfach hier ein bisschen außen. Also nicht ganz auf das Dunkle rüber, aber fast. Und lasst ihr da noch so ein bisschen frei und dann macht ihr das hier rauf. Ganz. Ich gehe mal jetzt in diesen matten hellen Ton. Die sind so, wenn die so sind wie die anderen Paletten alle, dann könnt ihr euch damit in 2 Minuten mega schön schminken. Jetzt mache ich das hier rauf und hier, seht ihr das? Ganz einfach. Und dann kann man auch nach oben hin so ein bisschen und gerne noch mal einmal hier so rüber. Jetzt brauche ich einen Mini-Pinsel dafür und setze mir diesen Glitzer jetzt hier einfach hier rauf in die Mitte. So. Und ich mache immer, das mache ich immer, das muss ich machen. Das ist meine Pflicht. Hier noch so ein bisschen. Damit man hier so einen weichen Übergang hat. Ich muss immer mit dem Finger rein, das geht nicht anders. Und mache mir hier so einen kleinen Übergang. So ein ganz klein bisschen. Dann werde ich mich jetzt mal mit dieser Palette schminken. Sind ja Wahnsinnstöne, als die Palette kam. Also ehrlich gesagt habe ich sie bestellt, weil ich dachte, so mal gucken, was sie so Neues haben. Ne? Dessert Romance, so heißt sie ja, das ist die neueste Palette bei denen. Und dachte so, oh, mal gucken. Ne? So, ich hatte gar nicht so große, krasse Erwartungen. Und dann kam die und dann habe ich mir die angeguckt. Und dann dachte ich so, wow.
Die ist schöner, als ich dachte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Hier sind so richtig schöne rosane Töne drinne und natürlich, also ich mag die sowieso, diese Paletten, die finde ich immer alle schön. Finde ich immer alle schön. Ja, da kann man wirklich was draus machen. Besonders schöne Töne, also mit dem kann man ganz gut arbeiten. So ein neutraler Ton ist immer toll. Das sind so ganz einfache Töne, zwei Farben, zack, fertig, los zur Arbeit. Wenn man es noch ein bisschen krasser haben möchte, dann vielleicht den noch ein bisschen außen. Also schöne Alltagspalette, aber wenn ich mir dann so diese ganz dunklen Töne angucke, hu, und den hier vor allen Dingen, dann kann man damit ja auch noch mal abends losziehen. Na gut, ich mache mir mal ein bisschen Puder aufs Auge und dann werde ich mal schauen, was hier so rauszuholen ist. Mal schauen. Ich werde mich jetzt einfach mal damit schminken und ihr könnt mich ja so ein bisschen dabei beobachten. Ich hole mir nochmal den Spiegel hier dichter ran und dann werde ich mir mal die Augen so schön wie möglich versuchen, damit zu schminken. Bis gleich. Ihr danach fragt, auf den Lippen habe ich natürlich noch mal auf Deutsch habe das Wort verschluckt. Auf den Lippen habe ich natürlich von Make-up Coach. Manchmal fragt ihr, ich vergesse dann immer, was es war. Ja, also ich bin begeistert, natürlich. Ich bin von allem begeistert. Ich finde, ich strahle, weil das alles so schön aussieht. Ich bin total begeistert. Mega krasse, tolle Palette. Ich finde, sie geht ein bisschen in die Herbstrichtung. Das soll wohl auch so sein, oder? Was würdet ihr sagen? Also ich finde sie so ein bisschen herbstlich. Finde ich aber toll. Ich mag die. Also ich finde die ganz toll, die Palette. Das sind genau meine Töne. Einmal rötlich, einmal bräunlich, goldig. Das hier, die Palette, das ist, glaube ich, hier so
Ich glaube, das hier ist so mein absolutes Highlight. Und da habe ich gedacht, das bestellst du einfach nur mal so mit. Ich war nur neugierig. Und dann kommt da so ein tolles Produkt bei raus. Ja, was ihr mit dem Concealer an der Eye, da weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich finde eigentlich beide gar nicht schlecht. Ich müsste sie jetzt eigentlich viel länger ausprobieren. Das ist First Impression Video. Das ist immer so aufgemacht, draufgemacht, fertig. Das ist nicht jetzt irgendwie voll der krasse Test oder dass man da jetzt irgendwie ein Urteil bilden könnte. Das ist immer nur der erste Eindruck. Ja, das Lippenprodukt, das hätte ich jetzt nicht unbedingt haben müssen. Das geht mehr so in die Kirschrichtung. Das gebe ich gleich meiner Tochter weiter. Die wird sich bestimmt freuen. Da stehen nämlich diese kälteren Töne viel besser als mir. Deswegen habe ich wieder Make-up-Coach drauf. Das hier finde ich mega schön. Was finde ich eigentlich heute doof? Gar nichts, oder? Gar nichts. Schaut euch meine Augen an. Mega schön. Wie immer, diese Paletten, die sind einfach verlässlich. Die sind immer alle toll. Ich bin immer so ein kleiner Catrice-Fan bei den Essenzpaletten. Na ja, da tue ich mich manchmal schwer, aber diese hier, die könnt ihr alle kaufen. Die finde ich alle toll, immer. Ich habe so ein bisschen schon die hier getestet, weil ich konnte nicht anders. Und zwar habe ich diesen hier so ein bisschen darunter gemacht und diesen hier habe ich hier so ein bisschen darunter gemacht und auch leicht nach oben. Bin dann aber noch mal mit dem Make-up-Coach-Stift rübergegangen und zwar den Smoke Liner in Grau Anthrazit. Ich liebe diesen Farbton, den nehme ich ganz, ganz oft für meine Augen. Ist immer nicht schwarz, sondern ist mehr so grau. Ja, oh, ich bin begeistert. Also da freue ich mich auch schon richtig drauf. Ich bin total begeistert. Tolles Video, tolle Produkte. Ich bin begeistert. So, ich denke, das merkt ihr auch bei mir, ne? Wenn ich mal so richtig so sprühe vor Begeisterung. Ich sag jetzt Tschüss. Danke, dass ihr so lange heute bei mir wart. Es war ein ausführliches Video. Es waren sehr viele Produkte. Das Video geht ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr habt euch die Zeit nehmen können oder habt es so in zwei, drei Teilen geschaut. Danke, dass ihr immer da seid. Wirklich vielen lieben Dank auch für eure zahlreichen, immer lieben, zuverlässigen Kommentare. Und das ist so süß. Und ich kenne euch ja schon so langsam, ne? So lang. Ganz, ganz, ganz toll. Und aus dieser Schminktipps-Gruppe hat sich ja jetzt auch eine andere Gruppe noch gebildet, die Dies und Das-Gruppe. Und da wird sich auch noch mal ausgetauscht über ganz andere Sachen. Und das finde ich einfach nur toll, dass wir, das ist wie so eine kleine, ja, Familie ist vielleicht zu viel ausgedrückt, aber wie so ein Freundeskreis ist das, ne? Dass man sich da wirklich so süß, wie man sich da austauscht. Das ist einfach so süß. Da kommen Leute mit ihren Problemen und die werden richtig aufgefangen von meinen Followern. Ich bin so stolz, so tolle Followerfrauen hier auf meinem Kanal zu haben. Also wirklich, großartig. Ich sage Tschüss, danke, dass ihr da wart. Bleibt bitte gesund und lasst euch nicht ärgern von den doofen Menschen. Tschüss.